Freigabe bestätigt. Danke für Ihre Geduld. Brücke. In der Energiezuführung. Bitte warten. Brücke. Geschafft! Ham, Isaac, ein Schiff kommt gerade an. Die USM Valor, die haben sicher unser SOS gehört. So schnell? Was macht ein Militärschiff hier draußen? Patrouille vielleicht. Egal, ich würde mich jetzt sogar von Piraten retten lassen. Geh zum Kommunikationsraum. Sobald das Array repariert ist, bekommen wir schon unsere Antworten. Thank you.
digitalen Kommunikation gibt's Rückkopplungen. Wenn sich das vom Kommunikationsarray ausbreitet. Nein, das ist es nicht. Also, die Tür zum Kommunikationsraum ist offen. Du kannst zur Kontrollstation gehen. Und Isaac, pass auf, was du sagst. Ich glaube, jemand hört zu. Freigabe bestätigt. Freigabe bestätigt. Freigabe bestätigt. Kommunikationsarray offline. Ein Reparaturtechniker wurde informiert.
Operationsraums. Kommunikationsoffizier Bailey hier. Ich möchte das festhalten. Das Schiff wird angegriffen, aber Captain Mathias weigert sich, einen Notruf abzusetzen. Und wir alle wissen warum. Diese ganze Angelegenheit ist illegal. Ecke 7 war abgeschottet. Sie wussten es, wir wussten es. Und wir haben nichts gesagt. Das ist jetzt vorbei. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist die USG Ishimura. Wir brauchen... Moment. Verfluchte Scheiße. Verdammt. Er hat das ganze Kommunikationsarray offline genommen. Es ist vorbei. Werner befindet sich in Warteposition. Was macht die Kommunikation? Hinüber. Niemand hat wohl die Parabolantennen kurz geschlossen. Also sind wir am Arsch. Nein, das war schlampig gemacht. Ein paar funktionieren noch. Wenn ich einen neuen lückenlosen Schaltkreis baue, können wir ein Signal senden. Kurze Reichweite zwar, aber es müsste gehen. Okay, los. Ich behalte hier alles im Blick. Nicht gesendete Nachricht aus dem Array-Speicher abgerufen. Fortschrittsbericht, Captain Benjamin Mathias am Paragon Jordan Luna. Dies ist meine letzte Übertragung. Danach sorge ich dafür, dass wir unsere Pilgerreise ungestört fortsetzen können. Wir haben den heiligen Marker erfolgreich an Bord gebracht. Dr. Kine, Experte für den ursprünglichen Marker, entschlüsselt seine Geheimnisse. Tut mir leid, dass ich Aegis 7 unter Quarantäne gestellt habe. Die Arbeit von Direktor Eckhart wurde dadurch gestört, aber sie leiden unter einer Art Epidemie. Wie dem auch sei, der planetare Abbau beginnt morgen wie geplant. Die CEC kann ihre illegalen Aktivitäten einstellen. Der wahre Preis gehört jetzt uns. Mal sehen, wie Irvkov das vertuschen will. Altman sei gepriesen. Mathias Ende. Freigabe bestätigt. Schwerelosigkeit aktiviert.
versuche, einen Kanal zu Vella zu öffnen. Hier ist die USM Vella. Dies ist eine Antwort auf das SOS-Signal der USG Shimura. Wir senden auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel Nummer 47 aufgenommen und sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Diese Nachricht wird alle 30 Sekunden wiederholt, bis Sie antworten. Rettungskapsel? Ah, Scheiße! Hammond hatte sie abgeworfen. Da war Chen. Diese Kreatur war da drin. Nein. USM Vella, kommen! Kommen, Vella! Ah, oh, das Signal ist nicht stark genug. Können wir die Langstreckenantenne benutzen? Nein, irgendwas blockiert die Drucktüren über dem Kommunikationsarray. Scheiße. Man kann sie im Wartungsraum manuell öffnen. Ich gehe. Versuch, sie weiter zu erreichen.